Hallo und herzlich willkommen im Wald. Wir machen heute was Schönes. Und zwar werden wir heute mal rausfinden, wie viel Holz eigentlich hier hinten im Wald rumsteht. Beziehungsweise in diesem Wald hier generell, in dem ich hier jetzt gerade hocke. Ja? Und um das zu schaffen, benötigen wir natürlich jetzt erstmal einen Haufen Know-how. Ist aber eigentlich gar nicht so schwierig. Und wir brauchen allerdings, und das ist jetzt schon schwierig, mindestens 2 bis 3 hochpräzise forstwissenschaftliche Messinstrumente. Ja? Und ist klar, dass sowas nicht billig ist. Das hat man normalerweise nicht daheim rumliegen. Ich meine, es müssen ja auch hochpräzise, wissenschaftlich korrekte Messinstrumente sein. Eine Sache, vielleicht habt ihr die eventuell tatsächlich noch daheim rumliegen. Und wenn nicht, könnt ihr das ganz gut improvisieren. Die erste Sache ist ein Maßband. Ich empfehle mindestens 20 Meter. Das hier hat 20 Meter, ist ein bisschen alt und ein bisschen wackelig und ein bisschen klapperig inzwischen. Aber es ist zumindest mal ein 20 Meter Maßband. So, wer sowas nicht rumliegen hat, der kann sich das improvisieren. Das ist dann zwar nicht ganz so professionell und ganz so präzise, aber das kann man sich improvisieren, indem man halt eine Schnur nimmt und bei der Schnur allen Meter einen Knoten macht. Ja, das dauert eine Weile, wenn man dann eine 20 Meter Schnur entsprechend haben möchte. Das kann auch durchaus irgendeine dünne Schnur sein, das ist egal. Aber ich würde wirklich empfehlen, dass man ein Maßband oder irgendein improvisiertes schon verwendet. Das geht theoretisch, solche Abstandmessungen in der Waldpraxis auch so, dass man das Schrittmaß nimmt. Ein guter Forstwirt oder ein guter Förster weiß genau, was für Schritte er machen muss, damit die Schrittlänge exakt 1 Meter beträgt. Und dann macht man halt einfach entsprechend zur Entfernungsmessung, läuft man da lang, zählt seine Schritte, weiß, man hat so und so viel 1 Meter Schritte gemacht, dann war die Entfernung halt so und so viel Meter. Das muss man allerdings üben, das sollte man wirklich sich eingeprägt haben, dass man auch wirklich exakt diese 1 Meter Schritte macht. Wenn ihr das nicht so oft machen müsst, dann funktioniert auch so eine Schnurvariante. Aber wer gesagt, Schnur ist mir zu viel Aufwand oder ich habe keine Schnur, dann muss man vorher eben dieses Schrittmaß üben daheim. Und gucken, dass man halt sich meinetwegen einen kleinen Zollstock irgendwo hinlegt und dann da vorbeiläuft im Schrittmaß und versucht halt immer eben diesen 1 Meter Schritt dann zu machen. Ist für große Leute tendenziell gar nicht mal unbedingt einfacher als für kleine Leute, weil kleine Leute müssen einen Riesenschritt machen, um den Meter zu erreichen. Dieser Riesenschritt lässt sich besser einprägen als für mich zum Beispiel, der ich sowieso fast schon Meterschritte mache, dass ich dann einfach einen klein wenig größeren Schritt machen muss. Das ist schwer zum merken, genau zum Koordinieren, wie groß dieser Schritt jetzt exakt sein muss. Ja? Also, so viel zur Entfernungsmessung, zur Längenmessung am Boden sozusagen. Ja, das ist die eine Sache, die wir messen müssen. Und nochmal, das war das noch halbwegs improvisierbare Messinstrument. Die anderen, die sind halt sehr, sehr teuer. Nämlich, wir brauchen einen Winkelmesser. Ja? Und so ein Winkelmesser, das ist jetzt deutlich schwieriger herzustellen, selbstverständlich, als ein einfaches Maßband. Und zwar brauchen wir dafür jetzt einen Präzisionsstock. Das kann nicht irgendein Stock sein. Nein, es muss ein Präzisionsstock sein. Und wie lang muss unser Präzisionsstock sein? Naja, das kommt darauf an. So, und dafür muss ich mich jetzt mal... Wer es noch nicht gemerkt hat, ich verarsche euch natürlich. Einfach irgendein Stock, scheißegal. Nur die Länge ist wichtig. So, und wenn wir jetzt wissen wollen, wie lang unser Präzisionsstock sein muss, müssen wir uns eben entsprechend am besten noch eine zweite Person besorgen oder halt eine Kamera nehmen. Aber ich mache das jetzt einfach mal alleine vor. Und dann strecken wir Folgendes. Also wichtig ist, ich sitze jetzt nicht ganz parallel zur Kamera. So jetzt, so kommt es ganz gut hin. Ja? Wir müssen jetzt wissen, wie lang unser Arm ist. Und zwar vom Auge, also unser Auge zu Stockhaltehandabstand. Das wollen wir wissen, wie lang das ist. Wenn ich jetzt also den Stock, ich hoffe, das sieht man einigermaßen, auf Augenhöhe halte, ja, also der Punkt vom Stock, da wo er aus meiner Hand sozusagen rauswächst, das muss ich auf Augenhöhe halten
Und zwar so, dass ich das hinterher, diese Haltung, die ich jetzt einnehme, die muss ich reproduzieren können. Das heißt, man hält ihn am besten wirklich genau auf Nasenspitzenniveau, wenn man exakt geradeaus guckt. Ja? Ich gucke jetzt in die Kamera, damit man das sieht. Das heißt, ihr macht also mit dem Arm eine leichte Kurve in Richtung eurer eigenen Körpermitte. So, und jetzt messt ihr, welchen Abstand ihr zwischen eben dem Stock in, jetzt sind wir zu weit unten, das macht er gerne, zwischen diesem Stock und eurem Auge habt. Ihr müsst euch also den Zollstock ins Auge rammen und messen und dann werdet ihr hoffentlich feststellen, wie in meinem Fall, dass das genau, jetzt sind es 51 cm, eben waren es noch 50. Also, wenn man sich das Ding nicht wirklich ins Auge rammt, also in meinem Fall, es sind ja Messungen. Jedes Mal, wenn ich messe, ist es ein bisschen, es waren mal 49, es waren mal 51, im Durchschnitt sind es 50. Da habe ich einfach Glück. Das hängt wirklich davon ab, wie lang euer Arm jeweils individuell ist. Jetzt braucht ihr, also erstmal könnt ihr zum Testen eures Augestockabstandes, könnt ihr erstmal beliebigen Stock nehmen. Scheißegal, ja, ein Bleistift, was ihr halt gerade zur Hand habt, euer Taschenmesser. Wichtig ist jetzt für weiteres Vorgehen bei dem Präzisionswinkelmessstock, dass der Stock von da, wo man ihn hält, ich habe mir hier das mal eingekerbt, ja, ich habe da unten einfach ein bisschen den Griff sauber gemacht und hier beginnt der eigentliche Messstock. Und bis hier, das muss so viel sein wie euer Auge-Handabstand. So. Und wenn wir jetzt hier mal messen, dann stellen wir hoffentlich fest, dass unser Stock 50 cm hat. Ja, hat er. Wunderbar. Und dann passt das. Also das ist Präzisionsmessgerät Nummer 1. Wie gesagt, sehr teuer. Wer möchte, kann den Rabattcode Hutträger in meinem Online-Shop eingeben. Dann bekommt er 10% Rabatt auf diesen Winkelmessstock. So, zweites Präzisionsmessgerät ist dieses Objekt. Das ist jetzt schon erheblich komplexer, weil ihr seht da vorne ist was Wesentliches dran. Das macht jetzt aus diesem relativ simpel wirkenden Stab einen Präzisionsstab. Und zwar, darauf gibt es sogar ein Patent, nämlich der Herr Bitterlich, Werner Bitterlich, der hat einen Haufen tolle forstwissenschaftliche Messgeräte erfunden. Der Mann ist wirklich bedeutend in Sachen Waldmesslehre. Aber jedenfalls der Herr Bitterlich, wenn man übrigens nicht weiß, wie der heißt, dann weint der Prüfer in der entsprechenden Prüfung im Studium bitterlich. Und damit kann man sich merken, dass der Herr Bitterlich heißt. Und deswegen sollte kein Student, der jemals vorstudiert hat, jemals wieder vergessen, wer diesen ganzen fancy Scheiß hier erfunden hat. Nämlich der Herr Bitterlich. So, und was macht man mit dem Bitterlich-Stab? Also den rammt man sich auch ins Auge, beziehungsweise direkt drunter. Und dann kann man in die Ferne schauen, entlang des Bitterlich-Stabs. Und das Tolle ist jetzt, wenn es nur ein normaler Stab wäre, würde nichts passieren. Da es aber ein Bitterlich-Stab ist, hat er hier noch ein kleines Stückchen Pappe dran. Und wenn ich jetzt also den Bitterlich-Stab entlang schaue, dann sehe ich, wie wenn ich mit dem Gewehr zielen würde, mit Kimme und Korn, ein Stückchen Pappe. Und dieses Stückchen Pappe, das ist jetzt der springende Punkt, das muss so breit sein im Verhältnis 1 zu 50, beziehungsweise 50 zu 1 zum Stab oder wie auch immer ihr wollt. In der Praxis, entweder habt ihr einen 50 cm Stab und dann 1 cm breites Pappteil dran. Es darf auch gerne Holz sein, Papier, Stahl, ist im Grunde egal. Hauptsache, da ist irgendwann 1 cm breites Dingens dran. Wie hoch das ist jetzt bei mir relativ hoch, das ist einfach mal komfortabler, sich anwenden lässt, ist auch egal. Aber wirklich 1 cm beim 50 cm Stock und beim 1 Meter Stock, das hier ist jetzt der 1 Meter Stock, dann bitte 2 cm breit. Ja, das ist wichtig, das müssen wir uns merken und schon haben wir einen Bitterlich-Stab. Ja, wie gesagt, 10% Rabatt in meinem Online-Shop.
Nee, also Gag beiseite, das Volumen eines Waldes bzw. den Vorrat an stehendem Holz zu berechnen, ist erstaunlich simpel, wenn man weiß, wie es geht. Was man dafür braucht, ist im Prinzip wirklich ein Maßband. Das würde ich tatsächlich empfehlen. Wenn man das 2-3 Mal im Leben machen möchte, dann lohnt sich vielleicht so ein Maßband. Das wird man bestimmt noch für den einen oder anderen Zweck im Leben auch noch mal brauchen können. Wenn man irgendwelche Grundstücke ausmessen möchte, irgendwelche sonstigen Kram ausmessen, überhaupt irgendwas ausmessen. Ne? Darf auch ein 10-Meter Maßband sein, ist ja im Grunde egal wie lang. Wenn es 1 Meter wird, es halt irgendwann umständlich, wenn man längere Strecken messen möchte. Aber das ist es jetzt im Wesentlichen. Ja? Diese überaus teuren und wertvollen Tools benötigt man, wenn man berechnen möchte, wie viel Holz im Wald steht. So, jetzt noch mal kurz, bevor wir loslegen. Warum wollen wir denn überhaupt wissen, wie viel Holz im Wald steht? Da gibt es mehrere Gründe für. Erstens, angenommen, ihr habt das Gefühl, in eurem Wald steht zu wenig Holz. Bitte sehr, dann berechnet das doch einfach mal. Dann wisst ihr ja, ob zu wenig Holz drin steht. Das kommt nämlich recht häufig vor, dass mir jemand erzählt, dass sie im Wald XY ganz furchtbar abgeholzt hätten und da würde jetzt überhaupt kein Holz mehr rumstehen und der ganze Wald sei weg und viel zu viel Holz entnommen und so weiter. Im Regelfall trügt das einfach. Weil man kann, gerade wenn man es nicht gewohnt ist, nicht wirklich einschätzen, wie viel Bäume, die im Wald stehen, sind denn jetzt eigentlich viele. Das ist wirklich nicht so trivial, wie man denken könnte. Beispiel, dieser Wald jetzt hinter mir, es hängt zum Beispiel auch ganz einfach davon ab, was für einen Kamerawinkel ich jetzt nehme. So sieht der relativ licht aus, weil eine riesen Lichtung hinter mir zu sein scheint. Aber ich habe auch ein Weitwinkelobjektiv und hocke eigentlich, es sieht jetzt so aus, als wäre ich relativ weit weg von der Kamera, aber da müsste ich sehr lange Arme haben, wie ihr seht. Ich hocke eigentlich so circa, ja, ich habe hier meinen Stock, ja, nicht mal 50 cm da muss ich anfangen. Ja, circa 50 cm vor der Kamera hocke ich. Es sieht aber anders aus, weil ich halt so einen weiten Winkel jetzt als Objektiv verwende. Das heißt, dass da hinter mir ist keine große Lichtung, sondern, wenn wir jetzt mal auf das hier gehen, das ist jetzt so ungefähr menschliches Auge, noch ein bisschen weniger gezoomt als menschliches Auge. Und schwuppdiwupp ist da hinten diese sogenannte Lichtung nur noch eine ganz kleine. Ja, also es kommt immer sehr auf die Perspektive an. Und ich finde, das ist eine schöne Gelegenheit, eben um zu beschreiben, dass es nicht so einfach ist zu sagen, wie viel Holz in einem Wald überhaupt steht. Die Größe für Holz im Wald ist Festmeter in der Forstwissenschaft und in der Forstwirtschaft im Übrigen auch. Ein Festmeter ist im Grunde ein Kubikmeter. Da gibt es nochmal so einen kleinen bisschen Unterschied und so weiter und so fort, aber das wollen wir jetzt gar nicht weiter vertiefen. Wir wollen jetzt einfach nur mal generell Festmeter. Es gibt übrigens auch Erntefestmeter und Vorratsfestmeter, das wollen wir jetzt auch nicht vertiefen. Aber wir tun jetzt einfach mal so, als wären Kubikmeter, also Festmeter, das, was wir haben wollen. Und da kann ich euch sagen, so ein durchschnittlicher Wald mit einem normalen, guten, ordentlichen Vorrat, wenn er dann so langsam dann mal genutzt werden soll, also entgenutzt werden soll, sprich die alten Bäume kommen raus und nur noch ein paar Dünge bleiben übrig und die nächste Waldgeneration soll hochwachsen, der hat sowas 350, 450, so grob um den Dreh. Es gibt Ausnahmen, es gibt Wälder, die deutlich vorratsreicher sind. Die sind dann auch krass und die sind auch sicherlich wunderschön, gar keine Frage. Aber das ist nicht die Regel, das ist dann wirklich eine Ausnahme und unter besonderen Bedingungen. Und diese besonderen Bedingungen führen nicht unbedingt dazu, dass man da besonders gut gewirtschaftet hat, im wirtschaftlichen Sinne, sondern eher, dass man wenig getan hat und dadurch dann halt eben eine Überbestockung zustande kommt, die nicht notwendig wäre, um den Wald zu erhalten. Im Grunde hat man also auf entnehmbare Ressourcen zugunsten, naja, von mehr Bäumen im Wald verzichtet. Jetzt mag das ganz vielen von uns super toll erscheinen. Ja, cool, mehr Bäume im Wald klingt super. Aber es ist halt nun mal ein Wirtschaftsfaktor. Und nochmal, das erzähle ich so oft, aber wenn wir halt irgendwie mit einer nachhaltigen Ressource wirtschaften wollen, mit einer nachhaltigen Ressource was bauen wollen, brennen wollen, sonst was mitmachen wollen, dann ist nun mal Holz nach wie vor das Beste, was es gibt. Und deswegen sollten wir gerade in den jetzigen Zeiten, wo alle anderen Ressourcen langsam knapp zu werden beginnen oder sie weiter zu verwenden irgendwie dumm erscheint, sollten wir mehr auf Holz setzen, mehr auf Holznutzung. Ja? Ergo, wenn man weiß, wie viel man aus einem Wald so rausnehmen kann, ist das durchaus eine schöne Information und es ist vielleicht auch mal eben hilfreich, bevor man den heimischen Förster ankackt, weil er wieder zu viele Bäume gefällt hat, mal zu überprüfen, ob er wirklich denn so viele Bäume gefällt hat, beziehungsweise ob denn wirklich so wenig Holz jetzt nur noch im Wald steht. Ja? So,
Könnte irgendwann noch regnen fast. Hm. Naja, wir machen jetzt mal weiter, soweit wir kommen. Und wenn es regnet, dann sehen wir weiter. So, nächster Punkt, weshalb könnte das interessant sein? Naja, wer sich mal einen Wald kaufen möchte, der möchte vielleicht wissen, wie viel Holz in diesem Wald eigentlich drinsteht. Das ist dann wichtig, wenn man halt eben um den Preis verhandeln möchte, um den Preis feilschen möchte. Und da sollte man einfach nicht so hundertprozentig vielleicht unbedingt immer das glauben, was der Verkäufer einem wahr machen möchte. Oder man hat selbst einen Wald und will den verkaufen. Da muss man ja auch erstmal wissen, was da rumsteht. Und in diesem Fall wäre das halt auch eine gängige Methode, um mal eben schnell auch im Wald, vielleicht bei einer Waldbesichtigung, das muss man dann vorher geübt haben, damit man sich da nicht lächerlich macht, mal eben festzustellen, wie viel Holz so ungefähr in diesem Wald rumsteht. Und dann kann man eben anhand dessen, dass da gar nicht mal so viel Holz vielleicht eventuell steht, den Preis ein wenig drücken. Oder ja, da muss man halt irgendwann auch eingestehen, dass der Preis, so wie er veranschlagt ist, tatsächlich dann ein recht guter ist. Am besten lässt man sich nichts anmerken und tut so, als hätte man möglichst wenig Holz gemessen. Und oh, weiß nicht, ob jetzt der Preis, den Sie haben wollen, jetzt so wirklich gerechtfertigt ist. Dabei ist es ein Schnäppchen. Also so kann man dann da natürlich entsprechend arbeiten. Ja? Also gerade Preise für Waldkäufer, das ist oft Verhandlungssache, oft basarmäßig verhandelt, dass wer da gut drin ist, der kann da ohnehin mordsmäßig was sparen. Ich bin in sowas scheiße, aber in der Theorie ist das eine wesentliche Verhandlungsgrundlage. So, und dritter Grund, weshalb das Ganze interessant sein könnte, naja, einfach weil es halt Spaß macht und interessant ist, möglicherweise. Ja? So, ihr habt jetzt bis hierhin zugeguckt, das heißt, ihr könnt auch ruhig noch länger am Ball bleiben. Machen wir erstmal einen Schnitt und dann gibt es drei wesentliche Grundlagen und dann legen wir aber auch los. Also erstens, was wir hier berechnen wollen, ist ja der sogenannte Vorrat, also die Menge an Holz, die im Wald steht, pro Hektar übrigens, wollen wir das wissen. Hätten wir es jetzt mit einem sehr kleinen Waldstück zu tun, in dem wir das berechnen wollen, dann müssten wir halt einfach davon ausgehen, wir haben hier nur einen halben Hektar, dann wird nur die Hälfte da sein. Weil diese ganzen Berechnungsgrundlagen basieren immer auf dem Hektar. Dass du also für den Hektar das rausfindest. Hast du 15 Hektar, dann kannst du den Wert, den du kriegst, eben mal 15 nehmen. Dann wird es natürlich langsam irgendwie ein bisschen ungenau. Aber es ist immer noch besser, als einfach nur völlig zu schätzen. Ja, einfach nur reinzugucken in den Wald, irgendeine Schätzung abzugeben und keine Ahnung zu haben. Das kann man machen, wenn man irgendwann mal Profi ist und ständig sowas macht. Und manch ein Förster und Forsteinrichter und Forstwissenschaftler können das per se super gut schätzen. Und am Ende stimmt es auch fast immer. Ich selber habe das zu wenig gemacht, um mir einer Schätzung zu vertrauen und musste auch wirklich entsprechend messen. Oder zumindest diese Pi mal Daumen-Messmethode, dass das nicht super exakt ist hier mit dem Präzisionsmessgerät, muss ich niemandem erzählen. Ne? Aber zumindest Pi mal Daumen ist das schon eine ganz gute Angelegenheit. So, also was wir wissen wollen, ist der Vorrat. Vorrat errechnet sich, also V Vorrat ist gleich G, das soll ein G sein, Grundfläche mal Höhe mal Formzahl. Also Höhe ist klar, kleines h, das ist ja allgemein anerkannt, dass das Höhe heißt. Kleines f, das ist in diesem Fall die Formzahl. Was das zum Geier ist, dazu kommen wir jetzt noch gleich. Wir brauchen also, wenn wir den Vorrat haben wollen, erstmal eine Grundfläche, dann brauchen wir eine Höhe und dann brauchen wir eine Formzahl. Letztere ist relativ simpel, die ist nämlich nur 0,7, aber warum das so ist, dazu erkläre ich dann auch noch gleich. Höhe und Grundfläche sind schon ein bisschen komplizierter. Erstens, die Theorie der Baumhöhenbestimmung. Ja, ganz hässlich, ich weiß, aber trotzdem, das hier ist das sogenannte Försterdreieck. Das bedeutet, das ist das, was ich euch eben gezeigt habe mit dem kleinen Stock, mit diesem hier. Wenn man diesen hier macht, dann hat man hier ja ein gedachtes Dreieck zwischen Auge und hier oben die Hypotenuse. Pling, 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 zu meinem Auge. Ne? Hier von meinem Auge zum Stock, pling, 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 ist der eine Schenkel und die Höhe vom Stock, pling, 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 ist das andere Schenkelchen. So, und da jetzt ja eben der Stock und mein Abstand zum Stock, hier dieses da und Stock, gleich lang sind, haben wir es mit dem gleichschenkligen Dreieck zu tun. Und wenn wir dieses gleichschenkliche Dreieck jetzt auf den nächsten Baum projizieren, indem wir eben über die Spitze vom Stock rausgucken, ja, mit der Spitze vom Stock einen Baum da hinten anpeilen, dann wissen wir ja, dass wir die Spitze vom Baum in dem Winkel angucken, den auch unser gleichschenkliches Dreieck hat. Und das wiederum bedeutet, dass dann der Abstand zum Baum der gleiche ist
wie die Höhe vom Baum. Weil der Abstand vom Stock zu unserem Auge der gleiche ist wie die Höhe von unserem Stock. Immer unter Annahme eben dieses Winkels. Ist das 45 Grad? Ich glaube, das ist 45 Grad. Ja. Danke. Kommentar aus dem Off. So, und das bedeutet, wenn wir den Abstand zwischen uns und dem Baum an der Position, wo wir mit der Spitze vom Stock die Spitze des Baums angepeilt haben, den jetzt messen, dafür brauchen wir unser Maßband. Wir müssen also unbedingt merken, wo wir gestanden haben. Und da rammen wir einfach irgendeinen Stock in den Boden oder stellen eine Frau hin oder ein Stativ oder legen einen großen Stein hin oder lassen unseren Hut da liegen, je nachdem. Und dann messen wir eben den Abstand zum Baum. Dann wissen wir, der Abstand zum Baum ist genauso groß wie die Baumhöhe und wissen dann, wie hoch der Baum ist. So, jetzt wissen wir nur, wie hoch ein Baum ist. Das hilft uns jetzt nicht weiter, wenn wir für einen ganzen Hektar Wald wissen wollen, wie die durchschnittliche Baumhöhe dieses Waldes ist. Aber da der Wald nun mal die wundersame Eigenschaft hat, dass im Regelfall alle Bäume plus minus gleich hoch sind, können wir davon ausgehen, dass der eine gemessene Baum wahrscheinlich dieselbe Höhe haben wird wie die meisten Bäume in der Umgebung. Das ist dann näherungsweise schon korrekt. Will man es genauer wissen, misst man einfach mehrere Bäume. Ganz einfach. Und dann macht man einen Durchschnittswert. Also angenommen, ihr rennt jetzt hier im Wald rum, misst 10 Bäume, die Höhe, und schreibt euch alle 10 Werte auf, macht hinterher einen Mittelwert und der ist dann die durchschnittliche Baumhöhe und damit könnt ihr weiterrechnen. Also für die, die es genau haben wollen, für alle anderen, so wie mich, reicht jetzt ein Baum nachher. Aber je mehr Bäume, desto gründlicher, desto korrekter. So, das nächste ist die Grundfläche. Die habe ich mal versucht hier aufzumalen. Hier steht ein kleiner Förster in einem quadratischen Wald. Und hier sind überall so kleine abgesägte Bäumchen, also diese Kreise, die ich da eingemalt habe. Ja, ich weiß, ist hässlich. Und da habe ich noch jeweils Zahlen dahinter geschrieben. Das ist jeweils die Fläche dieser Kreise, die sie auf 1,30 Meter Höhe haben. Also auf der Brusthöhe unseres kleinen Försters, der hier in dem Wald mit den imaginär abgesägten Bäumen steht. Die sind ja nicht wirklich abgesägt. Ja? Und davon wollen wir wissen, was für eine Fläche, ne, also Quadratmeter, haben denn die Bäume da hinten jeweils auf einer Höhe von 1,30, wenn man sie absägen würde, also gedacht abgesägt. Ja? So, und das bedeutet zum Beispiel, der hätte jetzt von mir aus einen halben Meter, der wäre ein bisschen kleiner oder er ist einfach nur weiter weg, das ist jetzt die große Frage. Ne? Das spielt aber auch noch eine Rolle, dazu kommen wir auch gleich noch. Sagen wir mal, der hätte nur 0,4 und der hat von mir aus, ist jetzt vollkommen egal, 0,3. Und wenn unser Wald jetzt nur aus diesen drei Bäumen bestehen würde, dann hätten wir 1,2 Quadratmeter und das wäre jetzt die Grundfläche für den kompletten Wald. Ne? Aber er besteht ja aus mehreren Bäumen. So, jetzt könnte man natürlich, wenn man jetzt für den gesamten Wald das wissen wollen würde, bei jedem Baum hinrennen und da jeweils entsprechend den Durchmesser bzw. Durchmesser halbe oder halt eben den Radius, da der Durchmesser allerdings leichter zu ermitteln ist als Durchmesser halbe, also als Radius, nimmt man halt den Durchmesser. Wie macht man das? Man nimmt entweder eine Kluppe. Eine Kluppe ist eine riesige Schiebelehre, die halt geeignet ist für Bäume. Ich habe leider keine, besitze leider keine, sonst könnte man die euch zeigen. Die wäre, ist ein cooles Instrument. Das ist dann wirklich ein Präzisionsforstinstrument, das tatsächlich viel Geld kostet. Anders als meine Stocklösung hier. Oder man nimmt ein spezielles Umfangmaßband, Durchmessermaßband eigentlich. Mit diesem Durchmessermaßband, das hat da keine normalen Zentimeter drauf. Also das ist ein stinknormales, ja. Aber beim Forstlichen sind keine normalen Zentimeter drauf, sondern Pi-Zentimeter. Also jeder Zentimeter hat nicht einen Zentimeter, sondern 3,14 Zentimeter. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Es ist aber auch scheißegal. Jedenfalls gibt es Maßbänder im Forstbereich, die einem sagen, was für ein
Durchmesser der Baum hat, nachdem man ihn mit dem Maßband umrundet hat. Und diesen Durchmesser, den muss man dann noch halbieren und mit Pi quadrieren. Und dann hat man irgendwie die, oder auch anders, ich habe keine Ahnung, das ist Mathe. Jedenfalls kann man, wenn man das dann nochmal nachliest und sich beruhigt hat, damit berechnen, was für eine Fläche ein Baum auf 1,30 Meter hat. Und das müsste man dann für jeden Baum im Wald machen. Und dann müsste man alle Grundflächen sämtlicher Bäume im Wald addieren und dann wüsste man genau, was für eine Grundfläche jetzt der Wald hat. So, das dauert ewig und deswegen machen wir das nicht. Aber theoretisch hätten wir auf diesem Wege dann die Grundfläche für unser Waldstück, bei dem wir wissen wollen, wie viel Holz da drin steht. Ja, die Höhe wissen wir auch, weil wir jetzt mindestens 10 Bäume die Höhe gemessen haben. Theoretisch könnte man auch bei jedem Baum die Höhe messen, das dauert halt nur auch wieder ewig. Ja, aber wenn man es genau wissen möchte, dann macht man das sogar so. In der Praxis kommt das nie vor, aber theoretisch. So, und wenn wir jetzt also wissen, dass wir eine Grundfläche von, keine Ahnung was, von mir aus 100 Quadratmetern haben, für das Waldstück, was wir untersuchen wollen, und eine Höhe von 25 Metern und eine Formzahl, dazu kommen wir jetzt gleich, nämlich die Formzahl berechnet sich dadurch, dass so ein Baum, auch wieder wunderschön gezeichnet, unten dicker ist als oben. Ja? Der wird nach oben ja immer dünner. Deswegen die Scheibe, die Grundfläche, die wir von mir aus auf 1,30 Meter noch einen Meter haben, da haben wir auf halber Stammhöhe nur noch 0,7 Quadratmeter. Und kurz unter der Krone haben wir von mir aus nur noch 0,5 Quadratmeter. Und das wird immer weniger, je höher wir kommen. So, und da wir ja für den gesamten Baum wissen wollen, was der für ein Volumen hat, müssen wir das irgendwie anpassen. Weil wir kennen ja nur die Fläche auf 1,30 Meter. Und nehmen wir jetzt die Fläche auf 1,30 Meter mal Höhe, dann unterstellen wir ja unserem Baum, er sei bis ganz, ganz oben bis zur Krone so dick, wie er auf 1,30 Meter ist. Dann wäre er eine Säule. Er ist aber keine Säule. Oder ist das eine Säule, Schatz? Was? Wäre das dann eine Säule oder wäre das ein Kegel? Der Baum, wenn er so dick ist wie bis ganz oben. Als geometrische Figur? Ja. Zylinder! Zylinder, genau. Und das andere Ding, eigentlich ist ein Baum eher ein Kegel. Ja, also ein Kegel ist unten dicker als oben. Und er ist aber auch nicht wirklich ein Kegel, weil er ist oben ja nicht ganz spitz zulaufend. Also ist er im Prinzip eine Säule mit, ne Quatsch, ein Zylinder mit einem Kegel drumrum. Eine Mischung zwischen Kegel und Zylinder. Mathe. Ah, das ist grauenvoll. Ja, okay. Jedenfalls, diese olle Formzahl ist einfach ein Korrekturfaktor, der eben den Faktor, dass das Ding nicht oben so dick ist wie unten, das wird korrigiert mit dieser Formzahl. Und wo kommt diese Formzahl her? Naja, dazu gibt es Tabellen, wo man die nachgucken kann. Das brauche ich euch jetzt nicht groß verlinken und auch nicht erzählen, wo ihr das nachgucken könnt. Wir arbeiten mit einer näherungsweise Formzahl. Diese näherungsweise Formzahl ist 0,7. Ja. Nehmen wir jetzt einfach mal grundsätzlich für so einen durchschnittlichen Waldbestand. Und wenn wir jetzt unser Ergebnis also, die Grundfläche, die wir gemessen haben, die Höhe, die wir gemessen haben, mit der Formzahl mal 0,7 entsprechend multiplizieren, dann kriegen wir tatsächlich den Vorrat vom Wald. Also nehmen wir mal an, wir haben eine Grundfläche von 100 Metern gemessen, wir haben eine Höhe von 25, dann haben wir 100 mal 25, das macht 2500. Nee. Schatz, was ist 100 mal 25? 25 mit zwei Nullen dran. 25 mit zwei Nullen dran. Also 2500. Ja. Ah, puh. Okay. Und das müssen wir jetzt mal mit 0,7 multiplizieren. Das kann ich jetzt nicht mehr und deswegen hole ich mir jetzt meinen Taschenrechner. Das ist nicht mein Taschenrechner, es ist Frau ihr Taschenrechner. Deswegen weiß ich auch nicht, wie der funktioniert. Enter, clear. Da, geht nicht an, ist kaputt, quit, 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 kaputt, ah, on, okay, 2500 mal 0,7, Enter, 1750, ja, und das wäre jetzt für unser Waldgebiet
dass ich jetzt beliebig groß gewählt habe, wäre das die Menge an Kubikmetern Holz, die hier jetzt eben entsprechend rumsteht. Ja? Da aber 100 Quadratmeter pro Hektar, das geht nicht, das wäre irre. Nehmen wir mal an, im krassesten Fall hätten wir irgendwie sowas um die 50 und dann kommen wir auf eben die Hälfte von 1750 und das sind dann noch 700, also irgendwas um die 1000, was weiß ich. Also super vorratsreiche Wälder in Mitteleuropa haben sowas um die 1000 Kubikmeter pro Hektar an Holz, was da so rumsteht. Ja, also wirklich so die dichtesten mit vielen dicken Stämmen, eng an eng, wo du aufpassen musst, dass du nicht dagegen rennst. Der dichteste Wald, den ihr in Deutschland jemals gesehen haben werdet, der hat sowas um die 1000. Es gibt auch 1100, 1200, aber dann ist wirklich Schluss. In den Tropen gibt es noch krasseres, bei uns erstmal nicht. So. Also, nur zu meiner Verteidigung und ganz kurz mal zwischendurch. Für die mathematischen Hintergrundinformationen aus dem Hintergrund ist hier Frau da hinten in Hängematte zuständig. Unfairer geht's ja wohl kaum. Die chillt da in der Hängematte und ich, der ich mit Mühe und Not gerade irgendwie so mit miserabelsten Noten ein Mathe-Abi hingekriegt habe, weil ich musste ein Mathe-Abi machen. Ich hatte gar keine Wahl. Freiwillig hätte ich das nicht gemacht. Ja? Und danach habe ich mit Mühe und Not und ganz viel gutem Willen vom entsprechenden Professor so nach dem Motto, oh Gott, wenn wir den jetzt nicht passieren lassen, dann kommt der nochmal wieder. meine Matheprüfung im Studium hingekriegt, ja, und jetzt soll ich hier euch was Mathematisches erklären. Ist nicht einfach, wirklich nicht. Nein. Und die Sache ist die, diese ganzen Formeln sind im Grunde scheißegal, wenn man die Faustmethode, die ich jetzt zeige, beherrscht, dann kann man den ganzen anderen Scheiß völlig vergessen, ja. Also nicht völlig, das wäre schon schlecht. Man sollte zumindest halbwegs wissen, wo man das nochmal nachlesen kann. Hätte ich jetzt nicht hier die Soufflöse, hätte ich es auch nochmal nachgelesen, glaube ich. Aber egal. So, wir kommen zum praktischen Teil. So, wir wollen jetzt eine Baumhöhe messen und zwar von irgendeiner Fichte da hinten, so eine relativ dünne. Warum nehme ich Fichte? Meine Fresse, Kiefer selbstverständlich. Hilfe, ich werde alt. Kiefer selbstverständlich. So, warum nehme ich jetzt eine Kiefer? Warum nicht da hinten so eine Buche? Weil wir machen nachher unsere Berechnung von der Grundfläche in diesem Waldstück. Das ist deutlich besser geeignet, um eine Grundfläche zu berechnen. Ich nehme jetzt einfach aus technischen Gründen hier eine Kiefer. Weil diese Höhenberechnung mittels Stock ist einfach sehr schwierig. Ja? Also in der Theorie einfach durchzuführen, in der Theorie einleuchtend, in der Praxis sau schwierig, weil nehmen wir mal an, unser Baum wäre 30 Meter hoch, dann müssen wir im Abstand zum Baum, also sprich 30 Meter Abstand zum Baum, weil sonst geht das Ganze ja nicht auf, dastehen und die Baumkrone anpeilen können. Dafür müssen wir den Baum im Abstand von 30 Metern aber auch sehen können. So, und bei Nadelholz, insbesondere in dem Kiefernwald, da ist das noch relativ einfach. Aber da drüben, wie will ich denn bitte schön von dem Baum, der 30 Meter weit weg ist, die Baumkrone erkennen können, wenn ich jetzt zum Beispiel hier stehe? Das geht schlicht in der Praxis nicht. Ja? Also diese Methode ist auf dem Reißbrett entworfen, funktioniert im Kiefernbestand auch ganz gut. Und siehe da, diejenigen, die das erfunden haben, hatten es übrigens meistens mit Kiefernbeständen zu tun. Allerdings im Laubmischwald wird es schwierig und im reinen Laubwald und insbesondere wenn es ein Buchenbestand ist und dann auch noch einen Unterbestand hat mit jungen Bäumen, hast du keine Chance, dass das funktioniert. Ja, also so viel zur Praxistauglichkeit. Man muss also schon ein bisschen improvisieren und manchmal muss man auch ungefähr abschätzen, wo die Krone ungefähr ist und vor allen Dingen muss man zum richtigen Baum laufen. So, jetzt. Ich habe hier jetzt einen Zoom drin, der nicht dem menschlichen Auge entspricht. Deswegen kann ich auch nicht hundertprozentig genau euch jetzt zeigen, wie das aussieht, wenn ich meine Stocknummer durchführe. Aber ich tue jetzt mal so, als wäre das jetzt so korrekt. So, jetzt wollen wir übers Ende vom Stock peilen. Und ich versuche jetzt mal einen Baum anzupeilen, bei dem das passt. Das tue ich jetzt gerade. So, wir gucken hier, da seht ihr das so halbwegs. Ich weiß, das ist jetzt auch mit dem Licht schwierig, aber ungefähr hier, ich wackel jetzt absichtlich ein bisschen, damit man sieht, das wäre jetzt tatsächlich die Baumkrone, in der ich zum korrekten Abstand stehe. So, gehen wir nochmal runter und das ist dieses Bäumchen hier. Ne, Entschuldigung,
dieses Bäumchen, das da war's. So, jetzt stimmt's auch. Ja? Weil ich muss einerseits Kamera gucken, ich muss einerseits Stock gucken und da stehe ich genau im richtigen Abstand zu diesem Bäumchen. So, jetzt muss ich mir markieren, wo ich stehe und jetzt mit dem Maßband da den Weg messen. Das heißt, ich stopfe meinen Stock sinnvollerweise da, wo ich stehe, in den Boden. Ich hätte ihn mal anspitzen sollen. Jetzt muss ich den Stock noch mit irgendwas markieren, damit ich den auch wiederfinde. So. Und das machen wir noch ein bisschen fester, damit er nicht gleich rumfällt. Okay. Und hier nebendran ist noch ein Baumstumpf. Das ist also von daher ganz praktisch. Nehme mein Maßband und gehe jetzt zum Baum und messe vom Baum hierher zurück. Ja? Also, wissen wir noch, welcher Baum es war? Ja, wissen wir noch. Und dann marschieren wir mal los. Da ich jetzt weiß, welcher Baum es war, muss ich jetzt beim Hinlaufen auch nicht zwingend genau Luftlinie zum Baum laufen, sondern beim Hinlaufen langt jetzt erstmal krumm und schief, ne? So. Und jetzt hoffe ich, dass das hier der korrekte Baum gewesen ist. Ja, hoffentlich war er das auch wirklich. Und jetzt würde ich normalerweise hier irgendwo mein Maßband festmachen und dann halt mit dem Maßband zurückmarschieren. Und da das jetzt gerade schwierig ist, rufe ich jetzt mal kurz um Hilfe. Schatz, könntest du kurz was helfen, bitte? So, Hilferuf ist erklungen. Mal gucken, ob das Früchte zeigt. Und dann melde ich mich gleich wieder. Okay, wir haben das jetzt so gelöst, dass Evelyn jetzt mein Stock ist, quasi. Da, wo man sieht, wo der Hut ist, da ist jetzt das Maßband befestigt. Und ich muss jetzt mit Maßband zu Baum laufen. So. Ja, wir müssen jetzt mal ein bisschen unherum. Ach so. Das Problem ist jetzt, je nach Gelände verheddert sich das Maßband und man muss da schon ein bisschen gucken. Und wir sind schon bei relativ vielen Metern. 7,57. So, ich laufe mal weiter. Ihr seht, da maßbandet das Maßband. Bom, das Ende ist erreicht. Das ist übrigens 2,30 Meter sogar lang. Straff ziehen. Und ihr seht, das ist jetzt ein bisschen nicht hundertprozentig gerade. Im Grunde, ja, schon besser. Jetzt müsste also die Evelyn quasi herkommen, während ich das Maßband aufwickel, damit wir den Rest noch messen können von da, wo ich jetzt stehe. So, das machen wir natürlich off-Kamera. So, inzwischen ist jetzt Frau da angekommen, wo ich eben stand. Sie ersetzt jetzt mich und ich gehe jetzt den... Schraube einklappen. So, ich gehe jetzt den letzten Rest zum Baum. Plink. Und da ist der Baum erreicht und wir befinden uns bei, das heißt, 7 Meter. Ja, das stellt er jetzt nicht scharf, aber hier steht... Okay. 7 Meter. Yeah. Also ungefähr 27 Meter. So, und wenn man jetzt den Baum mal so anguckt, Baumhöhe schätzen habe ich ja mal so ein bisschen gelernt. Das dürfte sehr gut hinkommen. Ich hätte jetzt auf 25 geschätzt. Wenn es 27 sind, dann glaube ich das auch. Das kann man im Nachhinein immer gut sagen, das stimmt. Aber nichtsdestotrotz, ich hätte sie wirklich auf 25 geschätzt. Das kommt auch gut hin mit den Standortverhältnissen, mit der Baumart und so weiter. Übrigens, die sind natürlich einen Ticken höher als die meisten Laubbäume da drüben. Ihr seht, da sind die Kronen schon noch mal ein bisschen drunter. Wenn wir allerdings noch weiter nach da hinten gehen, dann sind die Laubholzkronen schon ungefähr auf dem gleichen Niveau. Es wäre also jetzt nicht völlig falsch. Außerdem, die Höhe kann man auch oft nur schätzen, wenn man eben diese Berechnung macht. Wenn man mehr Übung mit dem Schätzen von Höhen hat, dann reicht das auch normalerweise aus. Und wir nehmen jetzt also einfach mal diese 27 Meter fürs Weitere an.
Und diese Methode ist nicht exakt. Ja, die ist es nie. Und daher passt das jetzt fürs Erste. Okay, wir haben also jetzt eine durchschnittliche Höhe für unseren Bestand. Das müsste man jetzt, wie gesagt, 5-mal machen eigentlich, aber ist egal. So. So, ich habe jetzt doch nochmal spaßeshalber 3 zusätzliche Messungen durchgeführt bei 3 anderen Bäumen, die halbwegs erreichbar waren. Übrigens wichtig bei dieser Methode ist noch, die Bäume müssen auf der gleichen Ebene sein wie derjenige, der misst. Also nicht hangaufwärts oder hangabwärts messen, dann funktioniert das nicht, weil dann stimmt der Winkel ja nicht mehr, den man zum Baum entsprechend hat. Das ist wichtig. Das macht es nochmal schwieriger. Und Geräte, die einen entsprechenden Winkelmesser drin haben, um das zu korrigieren, das ist dann wirklich Präzisionsmessgerät aus der Forsttechnik. Das entsprechende Gerätchen nennt sich Blume Leis. Damit funktioniert es dann auch nach allen Herren Blume und Leis. Oder hieß der Blume Leis? Ich weiß es nicht. Entweder waren es 2 Herren oder einer, aber das Gerät heißt Blume Leis. Und damit kann man das dann auch noch präziser machen. Aber nochmal, ich habe jetzt noch 3 zusätzliche Bäume gemessen und im Durchschnitt kommen wir wirklich auf ca. 25 Meter. Also der da eben mag 27 gehabt haben, den wir noch gesehen haben. Danach hatten wir einen mit 24, dann hatte ich noch mal einen mit 23,5, so grob, und dann noch mal einen direkt 25. Also ich glaube mit ungefähr 25 gerundet kommen wir dahin. So, nächster Punkt. Okay, folgendes. Jetzt muss ich mich ein kleines bisschen beeilen, weil es hat jetzt wirklich angefangen zu regnen. Ich will aber gerne noch zu Ende machen, was ich hier angefangen habe. Und dafür machen wir jetzt noch die Winkelzählprobe und dafür brauchen wir jetzt hier unseren Präzisionsstock mit dem Plättchen dran. Und was wir nämlich jetzt tun, ist, wir drehen uns im Kreis, gucken. Also das ist jetzt natürlich für die Kamera. Normalerweise hält man sich den genau unters Auge, ja, und hat dann eben das Plättchen da hinten im exakten Abstand zum Auge. Und jetzt dreht man sich, also in diesem Fall die Kamera und den Stock, und guckt, welcher Baum ist denn breiter als das Plättchen. Der hier ist jetzt so ungefähr gerade genauso breit und dann zählt man 1. Und man dreht sich und guckt weiter, der ist nicht breiter, der ist auch nicht breiter, der da nicht, der da aber. 2. 3, der ist eindeutig breiter. 4. Nee. 5. Ja, Fokus. Gut. 6. Nein, gerade so. Nein, Schatz, du bist kein Baum. 7, nein, 8, den nehme ich jetzt mal mit, 9 und Moment, wir drehen weiter. Also ihr habt das Prinzip verstanden, ne? Ihr müsst einen vollständigen Kreis machen. 10, 11, 12, 13, da hinten der Dicke, 14, 15, ja, da meine ich Nummer 16 durch die Kamera erkennen zu können. Und da hatten wir angefangen. Zumindest bei dem da irgendwo. Also ich habe jetzt 16 oder 17, sagen wir mal, es sind 17. Ich mache das jetzt noch korrekt mit dem Auge, nicht mit der Kamera, und sage euch dann, was da rauskommt. Funktioniert. So, also jetzt nochmal, da gab es gerade ein kleines technisches Problem beim Ansagen an Frau mit Taschenrechner, war meine Schuld. Wir haben es jetzt nochmal durchgerechnet. Und zwar, ich habe jetzt mit dem Auge das Ganze ja nochmal gemacht, wie eben gesagt. Kamera sind ca. 18 rausgekommen. Mit der Auge-Variante habe ich jetzt 22 hingekriegt. So gut ich es halt kann, ich mache das auch nicht jeden Tag. Ja? Da gibt es Leute, die machen genau das. Das ist deren Schwerpunkt im Job. Ich habe nur mal gelernt, wie es geht, und habe es seitdem ein paar Mal gemacht, aber halt auch nicht oft. So, und wenn wir jetzt also 22... Nämlich die gezählten Bäume sind jeweils Zählen für einen Quadratmeter. Dahinter steckt eine relativ komplizierte Mathematik, die irgendwas mit dem Kreis und dem Winkel und so weiter und so fort zu tun hat. Ich habe schon damals im Studium nicht kapiert.
müsst ihr mir einfach glauben. Ich versuche mal noch Material zu finden, wo man sich das noch näher durchlesen kann für die Leute, die das mathematisch tatsächlich interessiert. Ich bin ja nicht der kann ja sein, dass jemand von euch Zuschauern tatsächlich nicht Mathe-Depp ist, so wie ich. Aber aufgrund eben der Tatsache, dass das halt in einem bestimmten Winkel zu meinem Auge steht, habe ich immer einen gewissen Ausschnitt des Kreises und je nachdem, wie nah dran oder wie weit weg der Baum ist, wird er dann halt gezählt oder nicht. Und das steht ja im Verhältnis zu seiner Dicke. Also ein dicker Baum darf schon weiter weg sein, um noch mitgezählt zu werden, während ein dünner Baum nur dann mitgezählt wird, wenn er nah dran ist, weshalb dünne Bäume zwar mehr im Wald vorhanden sind, aber viel weniger oft gezählt werden, während dicke Bäume seltener im Wald vorhanden sind, dann aber wahrscheinlicher gezählt werden. Und wenn man das jetzt oft genug wiederholt, kommt man eben im Durchschnitt genau auf das, was tatsächlich dasteht. Ja? Also für die mathematischen Laien muss das als Erklärung reichen. Für die Pros, wie gesagt, ich versuche euch dazu was zu verlinken. So, ich habe also 22 Bäume gezählt, nochmal. Und 22 müssen wir jetzt multiplizieren mit der Höhe, weil 22 wäre jetzt die theoretische Grundfläche, die wir hier in diesem Wald haben. Eigentlich muss man das jetzt ein paar Mal machen. Ich muss noch 100 Meter darüber laufen, das dann nochmal machen. 100 Meter darunter laufen, das dann nochmal machen. 100 Meter nach da laufen, das dann nochmal machen und so weiter. Ja, ganz systematisch, ganz oft machen. Und dann kriegt man den Durchschnittswert. Tun wir mal so, als wäre 22 der Durchschnittswert. Tun wir mal so, als wäre 25 unsere Durchschnittshöhe. Also wirklich richtig korrekt. Und dann kommen wir auf 550. Ja, wunderbar. Wenn wir das Ganze mal noch mit 0,7 eben multiplizieren, kriegen wir dann 385. Und 385 wäre also jetzt hiermit unser Vorrat in diesem Wald. Und das ist tatsächlich, das ist ein Zufall, ich wusste das nicht, ich hätte so ungefähr so auch eingeschätzt, aber das entspricht in etwa dem Durchschnittsvorrat in einem durchschnittlichen deutschen Wald. Das hier ist also, vielleicht wenn ihr es euch merken wollt, der Durchschnittswald. Habt ihr gefühlt viel mehr Holz als hier rumstehen, dann habt ihr einen eher vorratsreichen Wald. Habt ihr deutlich weniger Holz als hier rumstehen, dann habt ihr einen eher vorratsarmen Wald. So, bevor jetzt jemand hingeht, was, mein Wald hat nur 200 Festmeter Vorrat, das kann ja nur scheiße sein, da muss der Forster Mist gebaut haben. Nicht zwingend, weil es kommt auf die Phase an, in dem Alter, in dem sich der Wald gerade befindet. Der hier ist jetzt vor kurzem durchforstet worden. Bis zur Endnutzung, würde ich sagen, sind es noch etwa 20 Jahre, dass man hier die ganz dicken Sachen rausholt. Maximal 20 Jahre, länger würde ich nicht warten. Das heißt, wir befinden uns eher in einem späten Stadium der Waldentwicklung. Und da sind wir dann eben mit den 375 gut dabei. Ja, es wird ja noch ein bisschen mehr bis eben zur Endnutzung. Und dann werden wir vielleicht 450 oder was insgesamt dastehen haben. Vielleicht. Und das ist ein super Wert und da kann man absolut nicht meckern. Wäre das jetzt ein sehr junger Wald, ja, dann wäre ein Vorrat von 200 schon ziemlich sensationell. Also das hängt in der Realität vom Alter ab. Aber wenn ihr so einen mittelalten Wald habt, die Bäume sowas um die 60, 70 Zentimeter, die dicksten jeweils, dann müsstet ihr so auch solche Vorräte um diesen Dreh beim Laubmischwald ungefähr hinkriegen. Die Methode, die wir hier angewendet haben, die ist nicht absolut wasserdicht, die ist nicht perfekt, die ist nicht super, super exakt, aber die reicht für die forstliche Praxis vollkommen aus. Sie lässt sich sehr gut in jedem Wald, halbwegs zumindest, gut in jedem Wald anwenden. Wenn man die Winkelzählprobe, also die Nummer mit dem Stock, noch über eine professionelle Baumhöhenmessung ergänzt. Ein Baumhöhenmessgerät ist nicht so teuer. Ein professioneller Winkelzählapparat, der schon, der kostet derzeit 2.500 Euro, irgend sowas um den Dreh, wenn man das wirklich privat haben möchte, nennt sich Spiegelrelaskop, ebenfalls vom Herrn Bitterlich, also der auch den Bitterlich-Stab erfunden hat. Und ja, der hat auch das ganze Verfahren entwickelt, mit dem man das eben berechnen kann. Also wirklich ein großer innerhalb der Forstmesstechnik. Und ja, vielleicht hat es euch Spaß gemacht. Vielleicht rennt ihr jetzt raus in euren Wald und wollt das ausprobieren. Ich kann es nur empfehlen. Und
Wenn ihr mögt, könnt ihr ja einen Kommentar schreiben, wie viel Vorrat euer Testwald hatte. Und wenn ihr Zeit und Lust habt, könnt ihr, wie gesagt, auch diese Nummer hier durchaus ein paar Mal durchführen. Immer gerne so im Abstand von 100 Metern, dann wird es halt immer präziser. Und ihr werdet übrigens auch erstaunt sein, wie sehr sich das kleinräumig unterscheiden kann. Hier stehe ich jetzt zum Beispiel in gerade einem relativ dichten Stück, würde ich auf der Lichtung da drüben stehen. Ne? Dann würde ich kleine Bäume total unterrepräsentieren. Weil eigentlich sind in diesem Wald schon recht viele kleine Bäume dazwischen unterwegs. Ich würde sie aber nicht messen, würde ich in der Mitte von dieser Lichtung stehen. Gleichzeitig stehe ich mitten in einem Dickicht von kleinen Bäumen, dann messe ich wieder zu viele kleine Bäume. Und deswegen muss man das mehrfach machen, damit sich halt eben diese Ungenauigkeiten, weil mal stehst du hier, weil sind die Bedingungen so, dann stehst du da und so weiter, das rechnet sich dann irgendwann im großen Durchschnitt raus. Je öfter man das macht, desto präziser wird's. Und irgendwann ist es dann wirklich absolut präzise und völlig ausreichend eben für die Methoden, die in der Forstwissenschaft angewendet werden. Wenn ich euch irgendwas zum Wald erzähle, dass zum Beispiel der Vorrat im Lauf der letzten 20 Jahre durchschnittlich zugenommen hat, ja, und der Durchschnittsvorrat des Waldes immer höher geworden ist, dann basiert diese Messung dieser Vorräte genau auf dieser Methode. Ja, noch ein bisschen professioneller, weil die haben da das Spiegelreloskop noch bitterlich. Aber das macht letztendlich, abgesehen davon, dass es das schöner macht und präziser macht, nichts anderes als der Stock. So, ich hoffe, das war interessant. Wenn nicht, dann habt ihr jetzt weniger Lebenszeit zur restlichen Verfügung und ich hoffe, ihr nutzt sie weise. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.